Mutern erhält einen GRG von 98,5. Der beeindruckende Derby-Sieger Mutern aus dem Stall von Peter Schürgen hat einen Tag nach seinem großen Triumph in Hamburg ein offizielles Rating von 98,5 erhalten. Das sind 1,5 Kilo mehr als der letztjährige Derby-Zweiter Lucky Line. Im vergangenen Jahr erhielt Cise Moon für seine Gala einen GRG von 102. Angebot abgelehnt. Schon nach ihrem Speed-Sieg auf Listenebene in Baden-Baden kam für Techno Queen Angebote ins Haus geflattert. Doch allen Offerten zum Trotz entschied sich die Besitzerin, die Manduro-Tochter noch zu behalten. Und nun sollte die Stute nach ihrem starken Sieg im Esso Cup noch mehr wert sein. Doch zunächst will man mit ihr auf Gruppe-Parkett angreifen. Zwei Röttgenerinnen für die Diana. Anna-Katharina, beeindruckende Siegerin im Almer-Seed-Cup, hat sich nachhaltig für den Henkelpreis der Diana ins Spiel gebracht. Aber auch eine weitere Röttgerin, Damur, könnte noch auf den Diana-Zug aufspringen. Die Azamur-Tochter gewann am Sonntag das Meiler-Auktionsrennen in starker Manier und Trainer Markus Klug gab zu verstehen, dass die Stute ebenfalls noch eine Kandidatin für den Klassiker sein könnte.